Aufzeichnung starten. Genau, wird schon Ja. gemacht. Also sehr schön, dann fangen wir an. Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag an alle Zuhörer, Zuschauer. Starte ich mal die Session. Ja, herzlich willkommen zur 29. Ausstrahlung von Kurz und Knackig heute. Laseranwendung in der PCB- und SMD-Fertigung. Da gibt es, denke ich mal, einige sehr interessante Punkte. Das heißt, für EMS, für Ladeplattenhersteller müssen wir mal schauen, was da alles gezeigt wird. Kurz zum heutigen Team. Die Ilizau als erste, die im Hintergrund wieder die ganze Veranstaltung organisiert hat, auch die Fäden zieht, die Session gestartet hat. Dann natürlich unser heutiger Referent Mauritz Möller von der Firma Trumpf Laser und Systemtechnik GmbH, Branchenmanager im Bereich Elektronik. Der Roland Schönholz und ich als Moderatoren sind ja hinlänglich bekannt. Nochmal kurz zur Idee von Kurz und Knackig in der Regionalgruppe Stuttgart. Wir haben das vor 2 Jahren angefangen, um in Zeiten von Corona die Netzwerke weiterhin zu pflegen und zu erweitern. Wir wollten weiterhin auch unsere Mitglieder mit aktuellen Infos versorgen, die natürlich in gemeinsame Aktivitäten einbinden. Die Vergrößerung des Teilnehmer- und Referentenkreises an FED-Veranstaltungen dadurch erzielen. Jetzt ganz kurz auf das GoToWebinar. Das kennt wahrscheinlich, kennen das die meisten, die da regelmäßig teilnehmen. Die Teilnehmer sind stumm geschalten. Sieht man an dem ausgegrauten beziehungsweise an dem durchgestrichenen Mikrofon. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, Fragen während der Präsentation über die Chatfunktion reinzustellen. Die werden wir sammeln und ganz am Ende dann mit dem Herrn Möller zusammen bearbeiten, beantworten. Des Weiteren gäbe es auch die Möglichkeit, Just in Time über die Handhebefunktion sich bemerkbar zu machen. Dann könnte man den Audiokanal freischalten und eine Frage könnte gestellt werden. Der Referent wird weiterhin per Video übertragen. Die Moderatoren, die schalten sich jetzt nach der kurzen Einführung ab. Das Webinar wird wie immer aufgezeichnet, steht auf YouTube zur Verfügung. Ansonsten, das ist jetzt mehr oder weniger die letzte Session, die wir mit GoToWebinar machen. Ab der nächsten Session wird bei uns Zoom verwendet. Da gibt es noch mal eine kleine Information in der Nachfass-E-Mail, dass jeder eben entsprechend Bescheid weiß. Ansonsten, wie schon gesagt, das heutige Vortragsthema Laseranwendung in der PCB- und SMD-Fertigung wird der Herr Möller gleich starten. Wenn es ansonsten interessante Themen geben sollte, gerne wie immer melden. Unsere Playlist ist auf YouTube weiterhin zu erreichen und da können die letzten 28 und dann verhältnismäßig bald auch die aktuelle Session nachgehört werden. Genau, das wäre soweit die Einführung gewesen. Wie schon gesagt, wenn es Fragen gibt, wie immer im Chat schicken und dann würde ich jetzt an den Mauritz Möller übergeben zur Präsentation. So, jetzt müsste die Anforderung zum Präsentieren kommen. Genau, jetzt sehen wir die Präsentation. Ja, Michael, dann vielen Dank für die einleitenden Worte und vor allen Dingen auch für die Einladung, dass ich heute etwas berichten kann über das Thema Laserstrahltechnologien in der Elektronikindustrie. Ich möchte zu Beginn einmal ganz kurz auf das Unternehmen eingehen, für das ich tätig bin. Ich kann mir vorstellen, dass das für einige hier im Teilnehmerkreis ein durchaus unbekanntes Unternehmen ist. Die Firma Trumpf ist seit mittlerweile fast 100 Jahren ein familiengeführtes Unternehmen. Und wir sind aktiv im Bereich von zwei Geschäftsbereichen. Das ist zum einen der Geschäftsbereich der Werkzeugmaschinen und zum zweiten der Geschäftsbereich der Lasertechnologie. Ich werde heute natürlich wesentlich auf diesen zweiten Geschäftsbereich eingehen, das heißt also den der Lasertechnologien. Trumpf in Zahlen, vielleicht ganz kurz zur Einführung. Wir haben ungefähr 16.000 Mitarbeiter, sind weltweit agierend mit über 70 Tochtergesellschaften.
und haben im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz bzw. einen Auftragseingang von über 5 Milliarden Euro gemacht. Das Innovationsversprechen, das heißt, dass wir uns ganzheitlich und ständig hinterfragen, genau das soll auch so ein bisschen Leitschnur des heutigen Vortrages sein. Unsere Produktionstechnologien, die wir in den beiden Geschäftsbereichen nachverfolgen, das heißt sowohl in den Werkzeugmaschinen als auch in der Lasertechnologie, sind immer geleitet durch die Frage, wie können diese Produktionstechnologien Wegbereiter für neue Produkte unserer Kunden sein? Also, wie können unsere Produktionstechnologien neuartige Produkte ermöglichen? Im Bereich der Applikation werde ich mich heute fokussieren auf das Thema Elektronik. Ich werde so ein bisschen Einblick auch geben, welche wesentlichen Elektronikbranchen wir fokussieren, möchte aber zur Einführung ganz kurz ein paar Begrifflichkeiten klären, weil es auch in der Diskussion durchaus immer in den vergangenen Einheiten immer eine Frage war, welche Lasertechnologien sind jetzt tatsächlich für welche Applikationen zielführend. Und ich starte da ganz grundlegend einfach nur mit ein paar Begrifflichkeiten, damit wir auch jeweils vom Gleichen reden. Dann gebe ich einen breiten Applikationsüberblick und zeige dann ganz konkret einmal so Leuchtpunkte auf für die unterschiedlichen Applikationen und freue mich da natürlich auch im Nachgang dann über Fragen, wenn wir in einigen Aspekten in weitere Details abtauchen sollen. Ganz grundsätzlich kann man sagen, ein Laser basiert darauf, dass wir eine Pumpenergie in ein laseraktives Medium geben. In diesem laseraktiven Medium wird dann die eigentliche Laserstrahlung erzeugt und so lange zwischen zwei Spiegeln hin und her reflektiert, bis ein gewisses Leistungsenergieniveau erzeugt ist. Ab dann wird die Energie ausgekoppelt. In einem technischen System, weiter möchte ich da gar nicht in die Erzeugung der Laserstrahlung eintauchen, sieht das wie folgt aus. Also wir haben hier die Laserstrahlung, die auf ein laseraktives Medium, in diesem Fall ein Scheibenkristall, geworfen wird und dann zwischen zwei Spiegeln, einmal hier der voll reflektierende Spiegel und einmal ein Auskoppelspiegel, der ab einem gewissen Energieniveau dann diese Leistung für unseren Bearbeitungsprozess zur Verfügung stellt. Das heißt, wir arbeiten eigentlich immer mit dem Laserstrahl, der dann hier hinten aus unserem Lasersystem herausgekoppelt wird und hier über die beiden Strahlabgänge in diesem Fall abgegriffen werden kann und für den Bearbeitungsprozess bereitgestellt werden kann. Ein weiterer wichtiger Begriff, den wir heute ein paar Mal verwenden werden, ist die eigentliche Wellenlänge dieses Lasers. Die hat einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Bearbeitung und wir werden uns das dann im Zuge der unterschiedlichen Applikationen, das heißt des Markierens, des Schneidens und Bearbeiten von beispielsweise PCBs oder auch keramischen PCBs sowie des Schweißens und Fügens von Kupferwerkstoffen anschauen. Deswegen habe ich hier einmal auf der linken Seite die Absorption aufgezeigt in bis zu 100% für den Werkstoff Kupfer in Abhängigkeit der Wellenlänge des Lasers und habe hier einmal die drei wesentlichen Wellenlängenbereiche, über die wir uns heute unterhalten werden, aufgezeigt. Das ist einmal das nahe Infrarot, das ist das für die sogenannten Scheibenlaser und Faserlaser. Jeder, der sich schon mal mit Wellenlängen auseinandergesetzt hat, weiß, unser sichtbarer Bereich liegt so etwa bei 400 bis 800 Nanometern in der Wellenlänge. Das heißt also, wir haben hier einen für unser Auge nicht sichtbare Wellenlänge. Das Gleiche gilt für das laseraktive Medium eines CO2-Lasers. Und was wir hier deutlich erkennen können, ist, dass bei beiden Wellenlängen die Absorption im Kupfermaterial sehr gering ist. Das heißt, wenn wir Kupfer bearbeiten wollen, werden wir später noch einen gezielten Laser kennenlernen, der hier im Bereich der grünen Wellenlänge arbeitet, bei 515 Nanometern Wellenlänge. Genau, das also als wesentliche Begrifflichkeiten. Das heißt, wir haben einmal das zugrunde liegende Strahlerzeugungssystem und wir haben dann die unterschiedlichen Wellenlängen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Bearbeitbarkeit unterschiedlichster Werkstoffe hat. Bearbeitung, das soll uns heute wesentlich durch den Vortrag tragen, ist zum einen der Aspekt der Makrobearbeitung, wie wir das nennen. Das heißt also das Schneiden, Schweißen und auch lasergestützte Löten von Großstrukturen. Das können dann so automobile Karosseriebauteile beispielsweise sein.
Dann das sogenannte, also das Bohren oder das Abtragen von Material. Da haben wir es dann schon eher mit den Themen zu tun, die wir heute behandeln werden, sowie das allgemeiner benannte Microprocessing. Das kann dann auch Mikrofügeoperationen umfassen. Auch das wird etwas sein, womit wir uns heute beschäftigen. Zwei weitere Aspekte, die ich heute anreißen werde, ist das Markieren und Gravieren. Da werde ich am Anfang gleich drauf eingehen. Und natürlich das Thema Glasbearbeitung, Keramikbearbeitung, insbesondere natürlich für Metallkeramiksubstrate im Umfeld der Leistungselektroniken. Was wir zusätzlich machen, sind Themen wie 3D-Druck oder unser sehr bekanntes Konsortium mit ASML sowie Zeiss für die Herstellung von extrem ultravioletter Strahlung für die Chiplithografie und natürlich diverse Scientific-Anwendungen zur Weiterentwicklung von Applikationen. Im Bereich der Markier- und Gravieranwendung möchte ich starten. Und in diesem Bereich muss man die Lösung, die man am Ende für die Applikation verwendet, aus mehreren Teilkomponenten zusammenführen. Das ist zum einen das eigentliche Strahlquellen- und Lasersystem, also eine sehr enge Verknüpfung hier von Strahlquelle und Ablenkungsoptik. Die werden integriert in unterschiedlichen Systemlösungen. Da bieten wir beispielsweise diese vollumfänglichen Systemlösungen so an, dass man sie in das eigene System, also in bestehende Systeme integrieren kann oder mit einem eigenen Maschinenbauer das selber umsetzen kann. Oder aber wir bieten auch komplette automatisierte Lösungen, um diese Gestaltung vorzunehmen. Komplette Bildverarbeitungs- sowie weitere Optionen, beispielsweise die Integration zur Nachverfolgung von Bauteilen etc., bieten wir dort natürlich auch an. Ganz wesentlich sind da zwei Trumpfstandorte beteiligt. Einmal für die Herstellung der Strahlquellen. Das erfolgt bei uns in den UK, Southampton. Und die weitere Konfektionierung an unserem Trumpfstandort in der Schweiz, in Grüsch. Im Folgenden möchte ich vor allen Dingen einmal so einen Überblick geben über die Möglichkeiten der Lasertechnologien zur Beschriftung und möchte Potenziale aufzeigen, wo man diese Technologien einsetzen kann. Ich denke, ein paar Applikationen, die ich aufzeigen werde, werden sehr bekannt sein. Das ist zum einen natürlich die Applikation auf Kunststoffen. Ich denke, was wir alle hinlänglich kennen, ist die Beschriftung von irgendwelchen Kabeln, aber auch von Kunststoffgehäusen. Und man kann eigentlich grundsätzlich sagen, dass wir wesentliche Applikationen haben, die jede Lasermarkierapplikation kennzeichnen. Das ist zum einen die Dauerhaftigkeit der Markierung, die äußerst gute Lesbarkeit auch von kleinsten, feinsten Markierungen sowie die höchste Produktivität, die mit diesen Markierlösungen möglich ist. Zudem haben wir dann in Abhängigkeit der Materialien weitere Anforderungen, die möglich werden. Und das ist zum Beispiel im Bereich der Elektronikbauteile der geringe Wärmeeintrag in das Bauteil. Das heißt also, auch wenn wir feinste Markierungen einbringen, ist der Leistungseintrag immer so abgestimmt, dass wir nie zu viel Leistung in das Bauteil einbringen. Und wir haben natürlich dann auch die Notwendigkeit, beispielsweise Bauteile über Vision-Systeme, das heißt über optische Erkennungssysteme zu identifizieren und in Abstimmung des identifizierten Bauteils automatisiert die notwendige Markierung aufzubringen. Das können wir auf unterschiedlichsten Materialien machen. Genau da möchte ich einmal einen Einblick geben. Und wir können es aber vor allen Dingen auch an unterschiedlichsten Geometrien sowie unterschiedlichsten Materialien, wie gerade angesprochen, also hier beispielsweise das gleichzeitige Markieren eines metallischen Bauteils sowie eines Kunststoffbauteils in direkter Nähe zueinander. Da wollen wir natürlich nicht das Markiersystem wechseln, sondern wollen das gleiche Markiersystem auch an der Stelle nutzen können. Des Weiteren natürlich brauchen wir hier eine 3D-Fähigkeit, um auch an unterschiedlichen Bauteilpositionen, wie wir es hier ja schon erkennen können, diese Markierung dann auch noch anbringen zu können.
Etwas weiteres, was wir feststellen, ist insbesondere auch im Elektronikumfeld. Das betrifft jetzt nicht nur den Bereich der Automobilelektronik, sondern insbesondere auch der Consumer Electronics, eine Vielfalt der Materialien, die wir markieren müssen. Das heißt also, wir haben hier sehr viele nichtmetallische Werkstoffe auch, die zu markieren sind, neben Kunststoffen wie Textilwerkstoffe, Holzwerkstoffe, Glaswerkstoffe etc. und müssen jeweils identifizieren, welches Lasersystem jetzt das Beste ist für genau diese Applikation. Und genau darauf werde ich später auch noch einmal kurz eingehen, wie eine solche Auswahl hier erfolgen kann. Dann können natürlich sämtliche Metalle in unterschiedlichster Variante markiert werden. Also hier oben können wir unterschiedliche Metalle von Titan, Edelstahl, Kupfer, Aluminium bis hin zu Edelstählen für den Einsatz im Bereich von Medizinelektronikapplikationen erkennen. Und die können ebenfalls zum einen mit höchster Qualität, vor allen Dingen aber auch mit höchster Produktivität und gleichbleibenden Ergebnissen erzielt werden. Ein weiteres sehr häufiges Applikationsfeld sind optische Elemente. Das heißt also beispielsweise durchstrahlte Kunststoffe zu erzeugen. Ein großes Feld ist hier die Möglichkeit oder ist hier das Applikationsfeld für die Automobilindustrie, insbesondere dort im Fahrzeuginnenraum, aber zunehmend auch hier im Bereich der Elektronikapplikationen. Wenn wir von diesen Beschriftungstechnologien jetzt einen Schritt weitergehen und dahin gehen, welche trennenden Produktionsverfahren wir identifizieren können für die lasergestützte Fertigung, dann unterteilen wir das immer in 0D, 1D, 2D und hauptsächlich 3D-Anwendungen. Das sind dann für die 0D-Applikationen typische Bohranwendungen. Und ich habe hier einmal drunter geschrieben, was für repräsentative Materialien wir dort zum Einsatz bringen. Das ist natürlich nicht vollumfänglich. Das heißt, auch hier können wir eigentlich für jede Applikation auch jedes Material vorsehen. Allerdings ist das heute gar nicht das Kundeninteresse. Das heißt also, wir haben hier für die 2D-Applikationen eigentlich selten Anwendungen, beispielsweise aus dem keramischen Umfeld. Da möchte ich einmal zwei, drei Leuchtpunkte auch hier aufzeigen, welche Applikationen sich wiederfinden. Am Beispiel des PCB-Bohrens die Laserapplikationen aufzeigen und auch vor allen Dingen natürlich die Vorteile dieser Applikationen aufzeigen. Ich habe es hier mal im Vergleich zu alternativen Technologien für das Bohren aufgezeigt. Und selbstverständlich haben alle diese Technologien auch ihre Daseinsberechtigung, weil sie natürlich ein unterschiedliches Spektrum in Abhängigkeit der Produktivität und der notwendigen Investitionskosten für die einzelnen Technologien darstellen. Mechanisches Bohren, heute natürlich auch immer noch am Markt dominierend, zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass wir hier auch mit Vielfachköpfen durchaus mit einer angemessenen Anzahl an Löchern Bohrungen vornehmen können. Aber sobald wir feinste Bohrungen vorsehen wollen, stoßen wir hier an Grenzen und müssen mit der Lasertechnologie in Abhängigkeit dessen, was für Bohrungsdurchmesser und bei was für einer Produktivität wir diese Bohrung erzielen wollen, umsetzen können. Neben dem Bohren von PCBs haben wir das Thema Schneiden von FR4-Material beispielsweise, aber auch von keramischen Materialien. Beim Schneiden muss man wesentlich zwei Aspekte unterscheiden. Zum einen natürlich die Fragestellung, welche Qualität möchte man erreichen und welche Produktivität möchte man erreichen. Ich habe hier einmal zwei Beispiele mitgebracht auf der linken Seite. Sehen wir die Möglichkeit der höchsten Geschwindigkeit für das Schneiden. Das heißt, wir schneiden hier mit einem sogenannten nanosekundengepulsten Laser. Das heißt also, jeder Laserpuls, den wir auf das Material bringen, liegt im Bereich von Nanosekunden. Und hiermit können wir sehr hohe Schnittgeschwindigkeiten erzielen. Allerdings bei einer Erzeugung von einer geringen Wärmeeinflusszone und auch einer geringen Karbonisierung der Schnittflächen. Für einige Applikationen stellen wir immer wieder fest, ist das geeignete Applikationsfeld für diese Laser. Wenn die Qualität jedoch steigen soll, müssen wir auf
kürzere Laserpulse gehen, das heißt im Pico- und Femtosekundenbereich. Und diese kurz gepulsten Laser haben dann zur Folge, dass die Schnittkanten quasi karbonisierungsfrei sind, weil das Material so kurz mit der Energie beaufschlagt wird, dass es keine Chance hat, in dieser Kürze der Zeit zu verbrennen, was man dann auch an der Schnittkantenqualität erkennen kann. Nachteil des Einsatzes dieser Technologie ist, neben einer erhöhten Investition, die zu tätigen ist, eine reduzierte Geschwindigkeit. Man kann heute sagen, dass allerdings trotzdem gerade in Automobilanwendungen insbesondere diese Technologie vorherrscht, also das Erzielen der höchsten Qualität. Gleiches gilt dann für Elektronikapplikationen, wie wir sie kennenlernen, auch in Medizintechnik und Aerospace-Anwendungen. Wenn wir das Thema noch weiter treiben und in den Bereich der flexiblen PCBs eintauchen, dann haben wir hier umso mehr die Forderung danach, dass wir zum einen die Produktivität maximieren, zum anderen aber auch gleichzeitig die eigentliche Qualität nicht minimieren. Und das können wir insbesondere bei den dünnen Folien auch realisieren, indem wir wieder angepasste Lasertechnologien für genau diese Applikationen nutzbar machen und hier Schnittgeschwindigkeiten von ungefähr 200 mm pro Sekunde erzielen und auch wieder gleichbleibende Qualitätsergebnisse und vor allen Dingen keine Karbonisierung bekommen. Für das Thema Keramikapplikationen, da finden wir eigentlich, wie vorhin auch schon angesprochen, ein breites Feld der mechanischen Bearbeitung. Die 2D-Applikation, die würde ich ein bisschen ausklammern und würde hier wesentlich nochmal einen zusätzlichen Teil aufzeigen. Bei der Ablation von Keramiken haben wir ein zusätzliches Feld. Das heißt, wir stellen hier unterschiedlichste Vertiefungen in unterschiedlichster Kontur in keramischen Materialien dar, seien es Aluminiumnitride, seien es Siliziumnitride, Aluminiumoxidkeramiken und ähnliche, ebenfalls für leistungselektronische Anwendungen. Für die Konditionierung der Oberflächen setzen wir häufig ebenfalls Laser ein. Das können wir zum einen zum Abreinigen nutzbar machen. Das heißt also beispielsweise für Glasoberflächen oder Kupferoberflächen, bevor wir sie verschweißen oder bei Glasoberflächen, bevor wir sie für optische Einsatzzwecke vorbereiten. Dabei ist der Prozess grundsätzlich auch der, dass wir mit dem Laser die Oberfläche bearbeiten und das ungewünschte Material, seien es Verunreinigung oder seien es aber auch aufgebrachte Lacke, ein Beispiel bringe ich gleich einmal kurz, mit dem Laser abtragen und das erzeugte Abraummaterial entsprechend absaugen. Die häufigsten Anwendungen, die hier aktuell auftreten, kann man ganz klar sagen, liegen einmal in der Schweißnahtvorbereitung von elektronischen Komponenten. Hier das Sicherstellen einer definierten Oberflächenkondition vor der Schweißanwendung, der Klebevorbereitung sowie dem Abtragen von Coatings, also beispielsweise Kabelummantelung, Busbarummantelung und Ähnlichem. Ein Beispiel hierfür ist das Abtragen von Kabelisolierung an Hairpins für Elektromotoren. Gleiches kennen wir auch von anderen Kabeln für Leistungsanwendungen, also Leistungselektronikanwendungen. Und dabei ist es wichtig, eben genau diese Isolierung abzutragen, um für einen nachträglichen Schweißprozess oder aber auch Verschraubungsprozess eine saubere Stromkontaktfläche zu realisieren. Alternative mechanische Isolierungen haben immer den Nachteil, dass auch ein Teil des Kupferquerschnitts reduziert wird, um hier sicherzustellen, dass das Kupfer blank ist für den nächsten Schritt. Und auch hier habe ich ein ganz kurzes Video mitgebracht, damit man sich das einmal vorstellen kann. Wenn man dort einmal die Einbindung in vollautomatisierte Prozessketten
sehen möchte, dann kann man bei der Firma Wafios auch sich entsprechende YouTube-Filme anschauen, die das in vollautomatisierten Prozessketten zum Einsatz bringen für genau diese Applikation, also das Abisolieren von Hairpin-Strukturen. Und damit möchte ich auch schon zu dem letzten Punkt meines heutigen Vortrages kommen, der lasergestützten Verbindungstechnologie. Das heißt also, wenn wir genau diese Oberflächen vorbereitet haben und sie nun in einem definierten Zustand für das Verschweißen sind, haben wir die Möglichkeit, mit der Lasertechnologie das Fügen vorzusehen. Ich hatte es vorhin auch schon aufgezeigt. Insbesondere, wenn wir jetzt mit dem Laser das Kupfermaterial bearbeiten wollen, müssen wir der höheren Reflektivität des Kupfers Rechnung tragen. Wenn wir mit den Standardwellenlängen in der Materialbearbeitung tätig werden würden, das heißt also dem nahen Infraroten Bereich von ungefähr 1000 Nanometer Wellenlänge, hätten wir eine Absorption von ungefähr nur 5% der Laserenergie. Das heißt also 95% wären Verluste. Das haben wir jetzt durch die Einführung eines neuen Lasers optimiert. Das heißt also, wir gehen jetzt auf eine grüne Wellenlänge, halbieren quasi die Wellenlänge von 1030 Nanometer auf 515 Nanometern und verachtfachen damit genau diese Absorption und sind damit in der Lage, prozesssicher Kupfer zu schweißen für die unterschiedlichsten Applikationen, die ich gleich einmal aufzeigen werde. Nur als ganz kurzer Einblick, die Präsentation bekommen Sie im Nachgang zur Verfügung. Ich habe Ihnen vorhin hier die Strahlerzeugung für einen ganz normalen nahen Infrarotbereich aufgezeigt. Und hier kann man jetzt sehen, dass der Strahl sich hier in die grüne Wellenlänge verändert durch das Passieren eines Kristalls, der eine Frequenzverdopplung und damit eine Halbierung der Wellenlänge herbeiführt. Im nächsten Schritt möchte ich jetzt einmal zeigen, was bedeutet das eigentlich konkret für die Applikation an Kupfermaterialien, wenn wir die Wellenlänge ändern. Und da sehen wir hier auf der linken Seite die Wirkung eines infraroten Lasers. Das heißt also, wir können an vier unterschiedlichen Oberflächen, geschliffen, unbehandelt, poliert und geätzte Oberflächen, sehen, dass wir ein sehr unstetes Einkoppelverhalten haben, sowie eine enorme Spritzerbildung. Gerade im elektronischen Bereich natürlich nicht gewünscht, dass wir irgendwelche Spritzer haben, die zu Fehlkontaktierung oder Ähnlichem führen oder Kurzschlüssen. Wenn wir dagegen den grünen Laser vergleichen, haben wir hier auf der rechten Seite die stete Einkopplung und ein sehr sauberes und sehr produktives Schweißergebnis für Kupferwerkstoffe. In welchen Applikationen finden wir diese Technologie jetzt wieder? Das ist zum einen feinste Kontaktierung in unterschiedlichen Anwendungen. Das heißt zum einen natürlich, wie hier auch aufgezeigt, im Bereich der Automobilapplikationen, aber auch in weiteren Applikationen wie beispielsweise der Medizintechnik, Luft- und Raumfahrttechnik. Und zunehmend auch in weiteren Feldern. Um noch einen Blick tiefer zu werfen, haben wir eine Applikation an einem sogenannten Hybrid Pack von der Firma Infineon untersucht. Wir haben hier zum einen die Ableiter, die früher schraubtechnisch verbunden waren, durch eine schweißtechnische Fügung angebracht, haben damit die Möglichkeiten geschaffen, für das Produkt nur noch eine einseitige Zugänglichkeit zuzulassen. Das heißt also, das Packaging des Bauteils konnte verbessert werden. Wir hatten deutlich reduzierte Zykluszeiten, das heißt kleiner 200 Millisekunden für eine Schweißung im Vergleich zu einer automatisierten Verschraubung, die im Sekundentaktbereich liegt. Und wir hatten nahezu keinen Spritzer, die während des Schweißens entstehen. Genau dieser Prozess hier erfolgt heute in Serie. Ein weiterer Prozess, der heute in Serie erfolgt, ist das Kontaktieren auf Metallkeramiksubstraten. Das heißt, wenn wir uns die Metallkeramiksubstrate und die einzelnen elektronischen Bauteile anschauen, dann müssen die Ableiter auch aufgebracht werden. Früher hauptsächlich durch Ultraschallschweißen. In der Zwischenzeit werden genau diese Ableiter auf den Metallkeramiksubstraten immer häufiger auch über
das Laserschweißen aufgebracht. Das heißt also, wir haben hier am unteren Bereich unser Metallkeramiksubstrat, darauf unseren Ableiter, den wir ebenfalls schweißtechnisch aufbringen. Dabei ist natürlich ganz wichtig, und das können wir hier auf der rechten Seite auch schon erkennen, wenn wir hier oben den Ableiter erkennen, darunter das gebondete Kupfer und darunter wiederum die Keramik, dass zum einen keine Delamination zwischen dem gebondeten Kupfer auftreten und zum anderen die Keramik selbst nicht beschädigt wird, also hier auch keine Risse in der Keramik auftreten. Genau das können wir durch die gezielte Wärmeeinbringung realisieren. Das heißt also, wir haben die Möglichkeit, mit dem Laser hier die Energie so einzubringen, dass wir nicht in die Keramik eintauchen und nur in einem definierten Bereich, in diesem Applikationsbeispiel mit 0,05 Millimetern in das untere Kupfer eindringen. Hier kann man einmal ganz kurz den Schweißprozess in Hochgeschwindigkeitsaufnahme sehen. Das heißt, auch hier erkennen wir wieder einen sehr ruhigen Schweißprozess ohne die Ausprägung von jeglichen Spritzern, die hier auch das Bauteil natürlich beschädigen können. Damit möchte ich meinen Vortrag von heute schließen. Wenn Sie jetzt Interesse haben, selber Applikationen zu erproben, wenn Sie Bauteile haben, bei denen Sie darüber nachdenken, Applikationen mit dem Laser durchzuführen, andere Prozesse zu substituieren oder einfach die Möglichkeiten mit dem Laser kennenzulernen, kommen Sie gerne auf mich zu. Wir haben in Ditzing nahe Stuttgart die Möglichkeit, sämtliche unserer Lasertechnologien zum Einsatz zu bringen und an Ihren Produkten zu erproben. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und bin bereit für Ihre Fragen, so welche vorhanden sind. Ja, Maurits, vielen Dank für den Vortrag. War super interessant und hat einiges an neuen Ideen, denke ich mal, eröffnet. Jetzt werde ich mal an den Roland zwischenzeitlich übergeben, dass er die Fragen Antwort-Session starten kann. Ich habe jetzt zwischenzeitlich eine Frage, und zwar war da ein kleiner Film, da wurde eine Ladeplatte beschriftet mit QR- oder Data-Matrix-Codes, einmal im Lötstopplack und dann parallel auf dem goldenen Pad. Das fand ich schon mal sehr, sehr interessant. Müssen da die Parameter zwischendrin gewechselt werden? Muss das genau bekannt sein, was für eine Oberfläche das ist, oder wie funktioniert das? Werden da Wellenlängen unter Umständen geändert? Das ist die erste Frage von meiner Seite. Ja, Parameter wird man anpassen müssen. Ja, es sollte in gewissen Toleranzbereichen bekannt sein, was für ein Material wir haben, das wir beschriften wollen. Daran würden wir entsprechend die Parameter anpassen. Das sind aber feste Technologietabellen. Also das ist auch einfach durch den Bediener dann vor Ort anzupassen. Genau. Und im letzten Schritt ist dann natürlich auch die Frage, ob man unterschiedliche Wellenlängen braucht. Für diese Applikation würde ich es jetzt aber ausschließen. Also das kann man mit einer Wellenlänge gestalten. Dann habe ich noch eine kurze Frage, bevor der Roland hier loslegt. Und zwar das Löten von Lötzinn mit Laser haben wir jetzt nicht im Detail betrachtet. Das ist aber auch im Endeffekt ist ja möglich, und da macht ja auch Anlagen dafür, meine ich. Was für einen Laser würde man da heute verwenden, dass man im Endeffekt ein zerstörungsfreies Lötergebnis hat, also dass die Pads und die Drähte und alles, was an dem Lötprozess beteiligt wird, nicht beschädigt wird. Wird man da auf einen grünen Laser gehen? Da würde ich tatsächlich zumeist auf einen Nanosekunden gepulsten Laser gehen. Ja, also wir stellen natürlich auch Systeme her, die in der Lage sind, das zu tätigen. Tatsächlich ist da immer die Kosten-Nutzen-Frage. Es gibt durchaus Applikationen, die heute auch im Feld sind, die sich diese Technologie zunutze machen. Wir erfahren aber häufiger dann, dass eine Substitution des Lötens durch das Schweißen erzielt wird. Also dass man beispielsweise dann flexible Bauteile, Kabel, Antennen etc., dann eher schweißtechnisch am PCB-Board anbringt und am PCB-Board selbst ausreichend Kupfer zur Verfügung stellt, sodass eine Schweißung eben nicht das PCB-Board
kritisch beeinflusst. Das heißt Okay. also eigentlich, es ist möglich und ja, in einigen Applikationen tätigen wir es auch, aber wir stellen eigentlich immer stärker fest, dass man dann sagt, okay, wir haben sowieso mehrere Stellen, an denen wir gerne schweißen wollen und dann legt man auch das Gesamtsystem darauf aus, dass man hier eine Schweißung durchführt und gar keine Lötung an der Stelle. Okay, das heißt, Litze oder Volldraht können wir auf die Ladeplatte im Endeffekt dann schmeißen, ohne Genau. zusätzliches Material. Okay. Ja, also nicht auf die 7 Mikrometer oder 9 Mikrometer des Kupfers auf dem PCB-Board, sondern da brauchen wir schon stärkere Kupferschichten in Abhängigkeit natürlich der Litzenstärke, die wir aufschweißen wollen. Genau. Gut, dann übergebe ich an Roland. Der hat hier die Fragen schon bearbeitet. Man sieht sie, oder? Aufbereitet. Ja. Alles klar. Also die erste Frage wäre, welche Leistungen haben die Laser für Beschriftung von Lötstofflacken oder auch zum Trennen von PCBs? Genau, also man kann eigentlich sagen, kleiner 200 Watt. Einer 200 Watt. Naja. Für beides, Eine. für Beschriftung und für das ist wahrscheinlich deutlich geringer, wie wir es trennen von der Ladeplatte. Genau. Also wir sprechen immer von gepulsten Lasern, die wir dort zum Einsatz bringen. Und die Energiemenge definiert sich natürlich daraus, wie viel Energie wir über eine gewisse Zeit zum Einsatz bringen. Das heißt also, wir schnüren kleine Laserpakete. Und je kürzer diese Pakete sind, desto geringer ist natürlich auch die in Summe eingebrachte Laserleistung. Das heißt, man spricht von einer Dauerleistung, die das Lasersystem hat, aber das ist nicht die Leistung, die das Bauteil tatsächlich erfährt, ne? Genau. Und Okay. also für das Markieren kann man sagen, also auf jeden Fall nochmal eine Zehnerpotenz typischerweise niedriger als für das Thema Trennen. Beim Trennen wären wir dann ja auch gleich wieder, ne, so eine interessante Frage. 1,6 mm dicke Leiterplatten ohne Karbonisierung trennen. Wie schnell geht sowas? Also ich habe vorhin gesehen, was waren es? Größer 25 25 Millimeter, Millimeter glaube ich. pro Sekunde. Kann ich nicht glauben. Nee, das ist auch, da sind wir auch weit davon entfernt. Bei Größe 1,6 mm, wir merken eigentlich typischerweise so den Break-Even spätestens bei 1,5 mm. Also oberhalb der 1,5 mm sind lasergestützte Trennverfahren eigentlich seltenst wirtschaftlich. Es gibt durchaus auch Anwendungen, wo das der Fall ist. Unterhalb der 1 mm, da fängt eigentlich so der große Anwendungsbereich für den Laser an. Es kann durchaus sein, wenn wir jetzt so bei 1,6 mm sind, von Leiterplattenstärke, dann ist auch die Frage, wie ist die Leiterplatte natürlich aufgebaut an der Trennstelle etc. Also auch solche Fragen spielen dann natürlich eine Rolle. Wie viel Glasfaseranteil habe ich in der entsprechenden Leiterplatte? Und genau daraus spiegelt sich dann auch die Schnittgeschwindigkeit. Ich würde mal sagen, wenn man jetzt auf 1,6 geht, dann kann das durchaus auch in den einstelligen Bereich heruntergehen und dann sehr schnell die Frage stellen, ist das hier überhaupt sinnvoll, das wirtschaftlich einzusetzen? Also das ist auch nicht unser Interesse, überall jetzt Laserleistung oder Laser einzusetzen. Jenseits der 1,5 muss man es sehr häufig kritisch hinterfragen, ob es sinnvoll einsetzbar ist. Gut, ich denke, da wird man sinnvoll kombinieren, sprich eine Konturfräsung und die Reststege dann nachher über Laser trennen, um eben sehr schonend die Ladeplatte aus dem Nutzen rauszunehmen. Ja, absolut. Das So. Isolieren der Kabel kann auch dreidimensional, das heißt also in Z-Richtung erfolgen, Fragezeichen, und werden ungeordnete Kabelenden von einem Kamerasystem erkannt? Kreis abisolieren im Raum. Das ist ja wahrscheinlich auf den Kopf davon von dem Motor bezogen gewesen, ne? Das hat ja interessant ausgesehen. Ja, also bei so hoch spezialisierten Anwendungen wie bei dieser Anwendung, da macht es wirtschaftlich natürlich Sinn und da passiert auch genau das. Also da erkennt man den Drall der Busbars und kann darauf ausgerichtet dann entsprechend die Abtrageinheit anpassen. Wenn wir das jetzt allerdings für ein beliebiges Projekt vorsehen, dann ist das aus meiner Sicht nicht wirtschaftlich darstellbar. Also technisch möglich, aber wirtschaftlich nicht umsetzbar für jede beliebige Kabelsituation. Was für Also ich würde sagen, mit Toleranzen? Nein. Was für Toleranzen hat man da in der Z-Achse, wenn man da sowas abisoliert? In etwa, kann man das sagen, grob?
Gerade bei so einem Draht, wenn man sagt, von oben runter isolieren, sind es 100 μ, sind es mehrere μ? Nee, es ist eigentlich im einstelligen Mikrobereich, im Mikrometerbereich, okay. Also so 10 Mikrometer ist eigentlich die Toleranzschwelle dessen, was wir typischerweise erfahren von unseren Kunden. Und dementsprechend müssen wir natürlich darunter liegen, um das dann auch prozesssicher zu realisieren. Aber wie gesagt, vielleicht nochmal an der Stelle, um die Erwartungshaltung ein bisschen zu dämpfen. Das ist eine hochspezialisierte Anwendung, in der das möglich ist. Es ist durchaus, wir haben es für weitere Applikationen erprobt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das ins Feld für jedes Kabel übertragen können und auch nicht die Erwartungshaltung hier wecken sollten. Okay. Dann kam die Frage, wie ist der Ausblick für Micro-VR-Anwendungen? Welche Eindringtiefen sind zu erwarten? Aber das hängt, glaube ich, nicht so sehr vom Laser ab, sondern später von der Galvanisierung. Ja. Aber da haben wir vorhin was von 20 bis 60 Mikrometer gesehen, meine ich, mit dem grünen Laser, wenn ich da richtig aufgepasst habe. An Durchmesser, aber glaube ich, ja. Auch an 100, denn ist nachher die Frage, ist das Aspektverhältnis hier genau, wieder das Richtige, das erzielt werden kann. Aber wie Sie schon sagten, also typischerweise hängt hier nicht die Herausforderung am Laser. Wenn wir das feststellen würden, würden wir da unsere Systeme weiterentwickeln, aber bisher ist das eigentlich selten die Frage gewesen. Ja, dann wären wir mit der Fragerunde schon durch. Gerne auch Details an Sie. Wir haben Ihre Kontaktdaten da jetzt noch hinterlegt. Wir schicken jetzt die paar Fragen an Sie noch zu, damit Sie das vielleicht schriftlich noch beantworten können. Und dann, genau. Naja, verschicken wir es an alle Teilnehmer. Gerne. Vielen Dank auf alle Fälle. Fand ich total interessant, mal ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen und zu sehen, was da zukünftig möglich ist und auf uns zukommt. Lieben Dank für dann die Möglichkeit. Auch vielen Dank an die ganzen Zuhörer und wir hören voneinander. Bevor alle weg sind, vielleicht noch ein Wort in eigener Sache. Das war heute meine letzte Veranstaltung. Also ich steige aus dem ganzen Thema aus und möchte mich natürlich eigentlich nochmal bei allen bedanken. 29 Veranstaltungen war schon nicht schlecht und ich denke, wir sehen uns bei anderen Gelegenheiten wieder. Supi, vielen Dank an alle und wir hören voneinander. Vielen Dank allerseits. Danke, Müller. Ciao.